Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Valheim. Eine weitere Folge, neue Aufnahmesession. Es sind ein paar Patches erschienen. Es sind auf jeden Fall Patches rausgekommen in dieser Zeit. Wir sind jetzt irgendwo 07 irgendetwas. Ja, viel Zeit ist vergangen und es kamen viele Tipps und Tricks, was man machen kann und wo man zum Beispiel die Forge herkriegt und so weiter. Wir müssen auf jeden Fall Monster töten, denn wir brauchen, jetzt weiß ich nicht mehr, irgendwelche Cores. Ich weiß jetzt den genauen Namen nicht. Auf jeden Fall können wir die Forge nicht herstellen, weil wir halt diese Cores noch nicht haben. Das heißt, wir müssen weitere Viecher töten. Und wir brauchen dazu am besten die Speere, weil die Speere sind echt ultimativ, was die, die Power angeht. Weil man sie vor allem wieder einsammeln kann. Deswegen sollten wir uns darauf konzentrieren, dass wir jetzt für das weitere Vorgehen mehr Speere bekommen. Und dazu brauchen wir Holz. Und da haben wir hier noch einen Stack. Und ich hoffe, dass das jetzt langt. Craft. Und jetzt fehlt uns schon wieder Flint. Natürlich fehlt uns wieder Flint. Wir können mal das Leder hier wegpacken. Und wir sollen mit Leder Rüstung machen und. Also es kamen sehr, sehr viele Tipps von euch und ich hoffe, dass ich das alles so einigermaßen umgesetzt bekomme. Harz nehme ich mal mit. Ich könnte mir nochmal so ein, zwei Ersatzfackeln machen. Wobei das das Inventar natürlich ganz entzummelt. Ey, da draußen, geht mal weg. Und wir haben noch was zu essen. So, jetzt muss ich mir auf die 7, ne? 7. Jetzt haben wir nichts mehr auf der 7. Da müssen wir ein bisschen Fleisch drauflegen. Und man soll das Fleisch nicht hängen lassen, weil es nämlich verbrennt mit der Zeit. Also wenn ich das jetzt hier hängen lassen würde, dann wäre es so ein bisschen wie bei Rust. Da haben wir Kohle. Kohleschenkel. So, ich brate es jetzt einfach mal durch. Lass die Nachbarn da draußen rummondalieren. Dann ist es vielleicht auch Tag. Das wollte ich nicht. Ich wollte mit der Fackel auf den Grill schlagen. Die quietschenden Eichhörnchen hier vom Grill geholt. So, und dann haben wir noch 5 Stück. Aber das Leder wollte ich wegpacken. Das können wir derweil das Zeug hier brät ja mal machen. Die Stacks sind echt klein, ne? Also 5 Leder. Es wird Tag. Wir hören die schöne Musik. Lauschen den Vöglein. Und hören das Fleisch brutzeln. 7. Ich muss auch gar nicht so zielen. Es langt schon einfach nur in die Richtung zu gucken, merke ich. So, wir können ja mal was essen. Wenn wir schon so viel zu essen haben, dann ist das ja auf jeden Fall der Möglichkeit. Ja, der Entwickler ist sehr aktiv. Viele Updates. Mittlerweile ist das Spiel auch bei Twitch angekommen. Also man kann es auswählen in den möglichen Spielen bei Twitch, was ich sehr geil... Das kann nicht sein. Oder gerade ist der Tag losgegangen und es windet schon wieder. So, wir haben auf jeden Fall keinen Platz hier in den Truhen. Ich fülle mal hier auf den 20er Stack auf. Und ein paar Steine packen wir noch rein. Also da würde ich mir die Stackgröße wünschen, dass die ein bisschen größer wäre. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Flint. Und das letzte Mal Fleisch. Gut, jetzt regnet's. Ich bin begeistert. Okay, wir holen Flint und versuchen die Nachbarn, die uns hier stressen, abzuwehren. Ich habe so geile Sachen gesehen. Ich bin auf dem Valheim Discord-Server unterwegs und guck mir dann mal an, was so andere Leute bauen. Ey, so geile Sachen. Wenn man sich dieses Langboot bauen kann, dann kann man halt Ausflüge machen und so. Das ist wirklich gut gemacht. So, warte mal. Wir machen mal die 1 und die stecken mit R weg. So, wir brauchen Flint. Ich würde mal gerne wissen, ob man sonst wie noch an Flint kommt, außer hier an dem Wasser zu sammeln. Vielleicht laufe ich mal so ein bisschen die Küste hoch. Befürchte... Doch, da. Plötsch. Plötsch. Aber es ist natürlich schon lästig, wenn du ein paar Speere machen willst, dann kommst du hier an den Splint. An Splint. Splint brauche ich auch bald. An Flint, so. Jemand schrieb, er findet irgendwie gar nicht Splint. Also ich finde die am besten hier im Wasser, aber man muss schon sagen, je nach Region ist es, glaube ich, schwierig. Es gibt auch verschiedene Biome, die natürlich verschiedene Erze und so weiter beinhalten.
Und ich würde mir gerne so 4 Speere machen, oder wie viel so ein Stack ist. Ja, sind 4, genau. Um dann gegen die Gegner gut kämpfen zu können. So, wie viel haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir 5, 6. Also wir bräuchten... Wir brauchen da 5, oder? Pro Speer. Also nochmal 4 Flint. Das wäre... Geschwind. Ist hier vielleicht noch Flint? Also ich finde es ja wirklich geil, wenn man sich das Spiel mal anguckt. Noch nicht mal auf Steam erschienen. Steam Early Access soll eventuell dieses Jahr noch passieren. Hatte ich mit dem Entwickler da auf Discord geschrieben. Ist aber noch unsicher. Und ich finde es auch gut, wie er das macht. Also sofern das Geld nicht ausgeht, finde ich es immer besser, dass man die Spiele erstmal so ein bisschen reifen lässt und Feedback einsammelt von der Community und so weiter. Und dann später kaufen die Leute es ja freiwillig, wenn sie ein gutes Spiel vor sich haben. Das finde ich eigentlich nur ein fairer Ansatz. Ist natürlich für manche Entwickler überhaupt nicht machbar. Ich dachte, ich habe was gehört. Wenn das Geld ausgeht, ne? Du kannst ja nicht unendlich programmieren, also... Die Freiheit musst du dir auch erstmal nehmen können. Ah. Sehr gut, da hinten. So. Dann hat noch jemand... Ah, die sehe ich ja hier erst. Hat noch jemand gesagt, man soll... So. Man soll, wenn man einen Reh jagt oder sowas, soll man etwas zwischen sich haben. Also, dass man praktisch einen Baum beim Anpirschen sich zwischen sich hat und so weiter. Um das Sichtfeld praktisch zu blockieren, und dann könnte man die Rehe und so weiter eigentlich recht gut angreifen. Komm her, du. Komm her. Oh, da ist auch Flint. Komm doch mal her. Diggi. Schwimmt er da raus. Gerade wollte ich ihm einen Begrüßungsspeer überreichen, aber der will irgendwie nicht. Wie viel haben wir denn überhaupt? 2 fehlen noch. Aber ich finde es so an der Küste. So war es geschrieben. In den alten Runen. Ach genau, und was noch war? Man kann ja... Alter, was ist denn jetzt los? Achso, ich habe keine Ausdauer und bin damit ins Wasser gegangen. Das finde ich noch ein bisschen schlecht gelöst. Ich habe doch eben hier noch einen Stein gesehen, oder? Hätte ich nicht hier einen Stein gesehen? Das war ein bisschen dämlich vom Hand-Augen-Koordination. Komm her, komm aus dem Wasser raus. Komm, ich tu dir auch nichts. Komm, Dicky, jetzt hört's auf zu regnen. Bitte lass mal aufhören zu regnen. Na ja, gut, der brennt natürlich nicht, ne? Komm her, ich aus dem Wasser raus. Und dann Messerkampf. Ah, da ist noch ein Flint, siehst du? So, wie viel haben wir jetzt? 4, 5. Noch ein Flint, dann haben wir es. Dann können wir endlich wieder zurück und können uns die 2 Speere machen. Ich hätte direkt auf die 1 positioniert. Sehr schön. Da vorne ist Flint. So, jetzt rein theoretisch. Ich muss mich hier anschleichen, ne? Ich bin ja Jäger. Und Bambi weiß nichts von seinem Glück. Oh, siehst du? Das klappt. Mist. Nur der Herr ist... Na? Oh, wo ist der Spieß hin? Oh Gott, ich bin Trottel. Ich bring mich gerade selber um. Oh, da kommen auch noch die Gnome. Jetzt habe ich meine Speere echt verloren. Kann ja auch nicht sein, oder? Warte. Ich habe nur 7% Energie. Inventar zu. Danke. Ich muss mal ganz kurz flüchten. So, ein bisschen Abstand. Es fängt schon wieder an zu regnen. Ist nicht euer Ernst. Ich habe doch gerade die Fackel rausgeholt, Kinders. Gerade habe ich die Fackel rausgeholt. Naja.
Meine Rache wird fürchterlich sein. Was? Bitte was? Ah, Zinn. Oder? Tin ist doch Zinn. Wieso bin ich nicht an meinem Bett gespawnt? Oh, mach doch die Fackel. Keine Ausdauer. Perfekt. Kommt her, Jungs. Nimm doch die Fackel raus. Das hängt manchmal irgendwie. Also, die Zeit, wenn man schlägt, dann hat er praktisch diese Schlaganimation. Und dann kannst du nicht die Fackel rausholen. Da sind wir doch. The winner takes it all. Ich hab nicht einen Spieß behalten, ich Arsch. Sehr gut. Das ist ja toll. Das habe ich gut hinbekommen. Einmal mit Profis. Na gut, aber ihr wisst ja, Minjas und Profi. Einmal Klamotten können wir wegwerfen. Den Rest behalten wir. Wieso? Wo sind... Irgendwo habe ich meine Spieße gelassen. Ich habe keine Fackel. Nein, 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 ich habe keine Fackel. Überhaupt nicht. Es wird schon wieder dunkel. Es ist so zum Kotzen. Komm her. Komm her. Ich mach's dir leicht. Komm, hast du Wasser? Okay, ich mach's dir doch nicht leicht. So. Wo habe ich jetzt diese blöden Spieße hinterlassen? Das ist ja echt nervig. Habe ich irgendwo den Hirsch hier reingejagt und habe geschickterweise... Bin ich zu weit ins Wasser. Die ganze Aktion umsonst. War das hier irgendwo? Es war ziemlich tief. Weil ich mich fast abgesoffen bin. Sehr geschickt. Ein Spieß war, wo ich gespawnt war. Okay. Komm raus. Schauen wir dann nochmal. Problem ist echt die Ausdauer. Ich weiß gar nicht, ob man die skillen kann, die Ausdauer. Jetzt wird schon wieder Nacht. Ihr seht ja wieder nichts. Nehmen wir das Zinn zumindest mit, ne? Das hier war ein Spieß. Ich glaube, ich werde getrollt. Ne, ich muss wieder zurück. Ach, egal. Hallo? Niemand da. Oh Gott! Der ist groß. Hallo, guten Tag. 5% Energie-Hype. Ausdauer-Hype. Okay, ich will jetzt erstmal zurück zur Basis, damit ich, zur Basis, zu meiner Hütte. Weil ich hätte gerne den Spawn am Bett wieder. Das wäre total fantastisch. Gut, wir können uns zwei Spieße machen. Mit zwei Spießen sind wir los. Also war diese Folge ein Trauerspiel. Naja. Zumindest haben wir die Erfahrung gemacht, dass auch ich mich mal überschätzen kann. So, erstmal heim. Und
und das Bett, glaube ich, neu. Das war nämlich auch ein Bugfixing. Spawnpoint, nee, es ist gesetzt. Warte mal, kann ich... Die konnte ich abbauen, aber ich kann das Bett wahrscheinlich dann nicht neu machen, oder? Deswegen lasse ich das jetzt erstmal. Ich futter jetzt erstmal ein bisschen Meat und mache mir zwei neue Spieße. Ein bisschen Fleisch muss sein. So, genau, was ich von denen sagen wollte am Anfang der Folge war, dass ich, wenn ich dieses Portal hier habe, ne, das hier, was hier so schön leuchtet, mit diesem Portal kann ich ja hierher reisen. Und wenn ich ein Lagerfeuer unterwegs mache und werfe da, guck mal, Kohle. Das lassen wir mal da liegen. Hallo? Oh, fuck, der ist aber... Aua, aua, aua. Mami, der tut mir weh. Hat der meine Fackel gerade aufgelöst innerhalb kürzester Zeit? Sieht fast so aus, ne? Okay, warte mal. Ich muss was essen, sonst kann ich gegen den nicht bestehen. Der spuckt mir gegen das Fenster. Warte kurz, wo ist mein Knüppel? Da. So, drei. Gib mir meine Spieße wieder und dann gibt's wieder aufs Maul. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Oh, nein. Schwein! Schwein! Die Grünen sind fies. Aber vielleicht können wir ihn... Achso, er lädt noch. Ich dachte gerade, wäre wieder gespawnt und würde nichts sehen. Naja. Oh, jetzt bin ich wieder im Bett gespawnt. Okay, das Spiel entscheidet sich. Wo ist mein Kram? Take all. So, ein bisschen Abstand. Und dann kurz sortieren. Spieße. Jetzt habe ich wieder vier? Ich habe wieder vier. So. Meinen Spieße habe ich auch wieder. Haben wir noch was drin gelassen? Nein. So. Das Problem ist, dass man Ausdauer verliert, wenn man mit den Speeren wirft. Und die habe ich eben auch verloren. Also das ist schon... Aber ich habe wieder vier Speere. Vielleicht habe ich den auch von dem bekommen? Nee, der war ja noch nicht tot. Das kann eigentlich nicht sein. Naja. Ist egal. Hauptsache, wir haben die Speere wieder, ne? Also haben wir das erreicht, was wir zum Ende der Folge erreichen wollten. Steine und so weiter. Also die Speere sind schon echt gut, muss man sagen. So, einmal Klamotten. Ach, guck mal, die sind auch weg. Oh, haben wir hinten rausgeworfen aus dem Fenster. Und die ganzen Werkzeuge, zum Beispiel die Hoe, brauchen wir auch nicht. Vielleicht sollte ich mir noch eine Kiste machen. Komm, ich mache mir noch eine Kiste. Dann können wir hier nämlich... Achso, das war ja mit dem Bauhammer. So, wir... Erstmal wieder das anziehen. So. Wo waren die Kisten? War das Furniture? Ja genau, das war hier bei der Furniture. Dann machen wir ein Kistchen hier daneben. Würde ich sagen. Haben die eigentlich eine Richtung? Ich glaube, diese drei Punkte sind vorne, wa? Ja, die drei Punkte sind vorne. Dann könnten wir hier zum Beispiel irgendwie... keine Ahnung... Das hier reinmachen. Harz kriegen wir ja noch. Den Flint brauchen wir auch nicht unbedingt. Komm, ich mach jetzt auch das Zinn hier rein. Passt schon. Kann ich eigentlich mit dem Schild? Ah, es geht auch. Okay, also ich kann blocken und dann einen Speer werfen. Das sollte man auf jeden Fall auch machen, ne? Ah, blocken nimmt aber Ausdauer weg. Okay, verstehe. Ja gut, wir haben die vier Speere. Das heißt, wir machen uns jetzt, wir holen uns jetzt Leder, wir gehen jetzt auf die Jagd, holen uns noch ein paar Hirsche, damit wir ein bisschen Leder haben. Und dann können wir uns bald eine bessere Rüstung machen. Das ist schon mal viel wert. Dann gehen wir nicht so schnell kapeister, gerade wenn wir so noobig kämpfen. Und
versuche mich mal anzuschleichen. Mal gucken, ob der Hirsch das mitkriegt. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, und zwar morgen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.